Ich finde, Hausaufgaben sind wie ein Chamäleon. Wie ein Affe. Wie ein Schwein. Wie ein Wolf. Wie eine Schildkröte, weil sie manchmal total langweilig sind. Das Chamäleon kann sich verfärben und die Hausaufgaben sind manchmal blöd oder manchmal auch witzig. Ich meine damit, dass sie lange dauern. Ich finde, Hausaufgaben sind wie ein Fuchs, weil der ja immer so listig und schlau sein soll. Man weiß eigentlich nie so richtig, was jetzt als nächstes als Hausaufgabe kommt. Ich finde, Hausaufgaben passen nicht zu Tieren. Alle Kinder sollten die sein, denn die erledigen die ja auch. Ja, und ich mag Chamäleons. Früher hieß ich Hausaufgabe, jetzt bin ich in der Schule zu Hause. Und wie es dazu kam, zeige ich Ihnen. Also erstmal so die Hausaufgaben, wie wir sie noch kennen, Aufgabe Seite 53, 5a, b, c. So eine Hausaufgaben gibt es bei uns nicht mehr. Wir haben festgestellt, dass viele Kinder eben einfach im häuslichen Bereich gar nicht den Platz haben, um in Ruhe Hausaufgaben zu machen. Das war das eine. Und das andere, dass sie einfach teilweise auch gar keine Hilfe bekommen konnten von ihren Eltern oder von älteren Geschwistern. Das heißt, wir müssen eigentlich für jedes Kind gucken, mit welchen Kompetenzen kommt es zu uns in die Schule. Und von diesem Level aus, von diesen Kompetenzen aus, wollen wir es aufbauen. Das heißt, wir gleichen hier soziale Unterschiede aus. Und da haben wir gesagt, wir müssen ein anderes System schaffen. Wie kriegen wir das hin, dass wir die Hausaufgaben quasi in der Schule im Unterricht integrieren? Ich fange mal an im Wedding. Wir haben das Modell, dass wir von den 45 Minuten 5 Minuten genommen haben und dadurch jeden Tag eine halbe Stunde Übungszeit haben. Guten Morgen alle miteinander. Guten Morgen alle miteinander. Also am Montag, da fängt es mit Mathe an, also M und M, dann machen wir Mathe. Am Mittwoch ist es genauso. Und was macht man am Dienstag und Donnerstag? Da machen wir mal Deutsch. Ja, das Besondere hier an der Schule ist, dass es morgens ein Morgenband gibt. In der ersten halben Stunde dürfen die Eltern immer mit im Unterricht sein. Hier hat man quasi ein fortlaufendes Gespräch mit den Eltern über die Stärken, aber eben auch über die Schwächen der Kinder. Und zwar schon während des Schulhalbjahres und nicht nur erst am Ende. Wenn die Eltern dabei sind, dann sind die Kinder motivierter, weil sie ganz deutlich das Interesse der Eltern spüren. Am Freitag, da haben wir, also da sind so ein paar Fächer und da machen wir fröhliches Fachaufräumen. Und den Begriff kannte selbst ich ja nicht, fröhliches Fachaufräumen. Aber das gehört irgendwo auch ein Stück dazu, dass die Kinder genau wissen, das ist mein Matheordner, das ist mein Deutschordner. Wenn da die Struktur klar ist, dann fällt das Lernen auch leichter. Damit man später schlau ist und weiß, was das alles heißt. Lernen ist eigentlich ganz gut. Lernen macht manchmal Spaß, manchmal ist es langweilig, manchmal ist es nervig, manchmal macht es dann, ist es halt schwer. So geht's mir in Mitte. Hausaufgaben waren in der Regel immer so jeden Tag, von 2:30 bis 3:00. Da mussten alle Kinder ihre Hausaufgaben machen, egal ob sie gerade vom Unterricht kamen, egal ob sie gleich wieder irgendwo hin mussten, egal ob sie müde waren oder nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir öffnen die Räume zu einer bestimmten Zeit, einen Zeitraum, in dem jedes Kind die Möglichkeit hat, die Räume zu besuchen, Hausaufgaben zu erledigen, und zwar zu der Zeit, in der sie das brauchen gerade und auch schaffen können. Die Räume des Wissens sind drei verschiedene Räume. Es sind Klassenräume, die wir jeden Tag, also dreimal die Woche, an den betreuten Hausaufgabentagen einrichten. Kinder haben ihre selbstverwalteten Karteikarten, in denen sie abstempeln, was sie gemacht haben, mit unterschiedlichen Symbolen, wie zum Beispiel die Eule für die Hausaufgaben. Okay, danke. Ganz danke. Lernen ist für mich wie ein
Steilerberg, weil ich in manchen Fächern nicht so wirklich gut bin und sehr lange brauche, um etwas zu verstehen. Und in Pankow lebe ich so. Wir haben eine Hausaufgabenzeit im Mittagsband. Für jeden Schüler mindestens 40 Minuten im Mittagsband. In diesem Mittagsband gibt es eine Stunde, in der die Schüler Zeit haben, für sich Pause zu machen. Und die zweite Stunde ist eben diese Förderung, die ein bisschen individueller funktioniert. Also CHIF heißt übersetzt trainieren, üben, fordern, fördern. Und da kann man halt die Hausaufgaben machen, für Tests lernen, Klassenarbeit und den Stoff nachholen, den man verpasst hat. Zu Hause, gerade als Einzelkind, ist man dann alleine und niemand kann einem helfen. Und hier ist es so, dass wir uns gegenseitig helfen oder der Lehrer. Deswegen haben wir im Mittagsband eben Räume geschaffen in den Hauptfächern, also Mathe, Deutsch, Englisch. Diese Räume sind aber auch besetzt mit Fachlehrern, also die haben da auch wirklich fachlichen Rat und können sich da auch Hilfe holen. Insgesamt ist es also alles eine Arbeit, wo sie recht selbstständig sein müssen, selber sehen müssen, bis dann und dann muss ich das und das geschafft haben. Hier war ich krank, da muss ich mal nachholen. Ich glaube, wichtig ist, dass man bedenkt, dass die Schüler nicht alle gleich sind, sondern dass Schüler verschiedene Bedürfnisse haben. Und dass man eben Lernräume schaffen muss, in denen sie vertrauen und in denen sie individuell arbeiten können an Stärken und Schwächen. Lernen ist wie ein Selbststudium, sich vorzubereiten. Lernen ist für mich, wenn man sein Gehirn weiterentwickelt und auf neue Gedanken kommt. Und wie es mir in Charlottenburg geht, will ich Ihnen auch noch zeigen. Neben dem Fachunterricht gibt es bei uns insgesamt 5 Studienzeiten. Und diese Studienzeit bedeutet, dass Sie einen großen Teil dessen, was Sie normalerweise als Hausaufgabe aufhaben, in der Schule erledigen. In der Grundschule habe ich halt Nachhilfe bekommen. Jetzt wird mir in der Schule geholfen. Meine Noten haben sich in der Oberschule nochmal verbessert, mithilfe der Studienzeit. Ja genau, also wir haben einen regulären Stundenplan und dazwischen sind halt Freistunden, die man dann entweder nutzen kann, um sich auszuruhen oder halt Schulaufgaben zu machen. In dieser Studienzeit sind Sie gehalten, wirklich selbst organisiert das Lernen anzugehen und für Ihren Lernprozess die Verantwortung zu übernehmen. Formal organisiert durch das Studienzeitbuch. Und das klappt jetzt besser. Diejenigen, die jetzt in der 11 sind, also im nächsten Jahr Abitur machen werden, sind die ersten, die von Anfang an immer Studienzeiten genossen haben. Und da sagen die Kollegen ganz vorsichtig, gerade in den Leistungskursen haben wir jetzt Schüler, die offensichtlich schon das Arbeiten gelernt haben. Ich denke, dass sich das Verhältnis von mir als Lehrerin zu den Schülern und Schülerinnen sehr verändert hat. Wir müssen niemanden mehr zwingen. Und was ich besonders schön finde, ist, dass mittlerweile auch Kinder hochgehen, die gar nichts aufhaben, um zu schauen, ob sie anderen Kindern helfen können. Und das ist, denke ich, das Optimum, was man erreichen kann. Und was könnte sich noch verändern? Dass Lernen wieder cool wird. Mehr Räume und kleinere Klassen. Schule ist heute viel mehr als einfach nur Lernen, Lernen, Lernen. Schulen ist Lebensraum in allen Facetten und das müssen wir hier schaffen. Finde ich unheimlich wichtig, die Kinder aufzunehmen, dass sie einfach das Gefühl haben, das ist wie ein zweites Zuhause. Dass sie die Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen zu arbeiten, dass sie die Möglichkeit haben, an Themen zu arbeiten, die sie interessieren und auch nochmal nach links und rechts zu schauen und dass das öfter möglich wäre. Dass man die Rahmenlehrpläne vielleicht auch so gestaltet, dass man die Möglichkeit hat, noch offener zu unterrichten und noch breiter und vielleicht auch tiefer zu unterrichten. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir die Schüler schon früher hätten und noch ein bisschen länger begleiten können. Ziel ist, die Kinder zu größtmöglicher Selbstständigkeit zu fordern und zu fördern. Eine Lernkultur, wo jedes Kind Erfolge hat. Und dass man den Schülern einfach was zutraut. Die Schüler sollen selber machen. Und das ist unser Weg und das funktioniert gut, weil eben die Schüler die Möglichkeit haben, selbst zu denken und auch selbst sich zu organisieren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Grundsatz, den man auch für spätere Leben braucht. Das sind 4 Beispiele aus Berlin, die zeigen, wie ich in der Schule lebe. Und hier nochmal, worum es geht.